Ja, herzlich willkommen wieder zurück bei Mount & Blade. Wir spielen hier Warband Daily, unser daily Vlog, könnte man sagen. Wir haben uns gestern, das war übrigens Tag 9, wir sind heute nämlich in Tag 10, aufgemacht zu Burg Senutzgda. Da wollen wir hin und wir wollen mal schauen. Oh, guck mal, wurde wer aus der Gefangenschaft entlassen. So, wir gehen zur Walle. Zur Walle des Würsten. Nein, zur Halle des Fürsten, bitte. So, hallo, hallo, hallo. Das ist deine Wache. Hier hat wieder keiner aufgeräumt. Oh, guck mal, da in der Ecke stehen sie. Das sieht aus wie der Fürst, Graf Rees. Kenne ich euch? Mein Name lautet Gonzo, stehe zu Diensten her. Ich bin Graf Rees, Vasall von Königreich Swadien und Fürst von Burg Senutzgda und Rduna. What is it? Ich bringe eine Botschaft von Graf Raffard. Ach, lasst mich einmal sehen. Wohlan, ihr habt gut getan, Gonzo, mir dies zu bringen. Nehmt mein Siegel als Zeichen meines Empfangs und grüßt Graf Raffard für mich, wenn ihr ihn seht. Wunderbar, irgendwas ist hier gerade gestiegen, wahrscheinlich mag er uns jetzt mehr. So, habt ihr Aufgaben, die ich für euch erfüllen könnte? Ich habe da eine Sache, bei der ihr mir helfen könnt. Ein gesetzloser Schurke namens Joaja von Velucha bereitet mir Schwierigkeiten. Er hat einer meiner Männer ermordet und seitdem auf der Flucht vor der Obrigkeit. Ich kann ihn mit seiner schändlichen Tat nicht davonkommen lassen und so habe ich auf seinen Kopf einen Preis von 300 Dinaren ausgesetzt. Freunde des ermordeten Mannes glauben, dass dieser Mörder bei seinen Clansbrüdern in Nomar Zuflucht gefunden hat. Wenn es euch gelingt, ihn aufzuspüren und ihn die Härte des Gesetzes spüren zu lassen, ist das Kopfgeld euer. Ich werde ihn aufspüren und das Gesetz vollstrecken. Aha, wunderbar. So, Beziehung von 2 auf 3 gestiegen. Geil. Das ist hervorragend, Gonzo. Ich und meine Familie des Mannes, den er umgebracht hat, werden euch zu Dank verpflichtet sein. Natürlich wird euch auch das Kopfgeld gehören, wenn ihr ihn zur Strecke bringen könnt. Wohlan. Gute Jagd. Wunderbar, danke, Herr Graf. Oh, guck mal, hier ist noch ein Graf. Und da ist die Lady. Okay. Graf Divlian. Devlian. Kenne ich euch? Mein Name lautet Gonzo. Stehe zu Diensten. Ich bin Graf Devlian, Vasall von Königreich Swadien und Fürst von Imirin und Tatsamesh. Tatsamesh. Okay. Wenn wir einmal hier sind. Habt ihr Aufgaben, die ich für euch erfüllen könnte? Bei einem kürzlichen Scharmützel mit dem Feind ist eine Gruppe meiner Soldaten in Gefangenschaft geraten. Gott sei Dank konnte ein Gefangenenaustausch vereinbart werden. Doch wir sollen ihnen ebenso viele Gefangene von vergleichbarem Rang bringen. Gefangene, die ich momentan nicht habe. Aus diesem Grund benötige ich einen guten Mann, der mir 3 berittene Kergit-Bogenschützen als Gefangene bringt, die ich gegen meine Leute austauschen kann. Kergit-Bogenschützen. Beritten. Beritten. Da muss ich ja ins Kergit-Land. Das sind die aus dem Khanat. Das sind die, die mich überhaupt nicht mögen. Nee. Sorry. Nicht an Tag 10. Ich fürchte, einen derartigen Auftrag kann ich momentan nicht akzeptieren. Oh. Ach, tatsächlich? Nun, vermutlich seid ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Ich werde mich nach jemandem mit mehr Mumm in den Knochen umsehen müssen. Ja, aber ich möchte auch jetzt nicht gleich sterben. Das ist auch echt ein bisschen dämlich. Was sagt denn unsere Quest jetzt eigentlich? So, wir müssen die Plünderer noch töten und wir müssen da nach Nomar. Und da haben wir 30 Tage für Zeit. Und Nomar ist da vorne. Ach, das ist ja... Es hört sich immer alles so orientalisch an. Und dabei ist es das gar nicht. In Chiptin werden wir noch kurz anhalten. Da waren wir, glaube ich, nicht gewesen, wegen Landsleuten. Rekrutiert frei. Oh, wieder 3. So, siehst du? Das ist doch wunderbar. Wir haben jetzt nämlich fast voll von dem, was wir können. Wir brauchen ansonsten, wenn wir mehr haben wollen, Anführerschaft, ne? Ja, genau. Da brauchen wir Anführerschaft. Und da brauchen wir dann Charakter für. Das haben wir auf 13. Das heißt, wir könnten Anführerschaft auf jeden Fall noch einen machen. Würde auch dann wieder die Sölde kürzen, die momentan bei 269 Dinare liegen. Das ist ganz schön viel. Aber wir wollten ja einen vollen Trupp haben, ne? Wir wollten es ja so.
Ach komm. Ach komm, nehmen wir die auch noch. Er soll sich in... Also man glaubt, er soll sich in Nummer befinden. Geht zum Dorfzentrum. Wie hieß der? Zhao Ji irgendwas, ne? Scheiße. Wie ist denn der Mann? Joa Ja. Fast das gleiche. Dörfler. Dorfältester. Lass mal mit dem Dorfältesten reden. Guten Tag, mein Herr, und willkommen in Noma. Ich bin der Älteste dieses Dorfes. Ja, ich suche nach einem Mann namens Joa Ja von Velucha. Man sagte mir, er würde sich hier versteckt halten. In unserem Dorf gehen Fremde ein und aus, mein Herr. Wenn er sich hier aufhält, werdet ihr ihn sicherlich ausfindig machen, wenn ihr euch ein wenig umseht. Ja, das werden wir dann wohl mal tun. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Nervöser Mann. Was wollt ihr? Ich suche nach einem Mörder namens Georgia von Velucha. Auf euch passt seine Beschreibung. Ich verstehe nicht, Herr. Ich habe noch nie jemanden getötet. Ich glaube, ihr habt einen falschen Mann. Dann senkt euer Schwert, wenn ihr unschuldig seid. Ihr habt nichts zu befürchten. Wir werden nun mit unseren Nachbarn sprechen. Und wenn sie eure Geschichte bestätigen, dann werde ich meiner Wege gehen. Ich gehe nirgendwo hin, mein Freund. Heute werdet ihr für euer Silber kämpfen müssen. Was? Okay, alles klar. Das ist kein Problem. Ich brauche nur euren Kopf. Stirb, du Hund! Oh, jetzt hat er den... Jetzt hat er es gezogen, Junge. Reite doch, reite doch. Sag mal. Alter, der hält ja noch mehr aus. Nee. Scheiße. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein. Nein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Diese scheiß Wurfmesser. Ein heftiger Schlag des Flüchtigen schickt euch zu Boden. Euer Sichtfeld schwindet und es wird dunkel. Die Zeit verstreicht. Als ihr eure Augen wieder öffnet, entdeckt ihr, dass ihr blutig und zerschlagen seid. Doch glücklicherweise scheint keine der Wunden ernsthafter Natur zu sein. Mir geht es extrem schlecht und ich glaube, dass er jetzt auch weg ist. Ja, weil es war fehlgeschlagen, ne? Dann brauche ich ihn hier auch gar nicht mehr suchen. Ja, Tag 10. Irgendwann musste der Tag ja kommen, wo ich zu Boden gehe. Aber dass das dieser feige Mörder ist, oh Mann, ich hätte vielleicht einfach absteigen sollen und mit einem Schwert schlagen. Aber wer konnte das denn ahnen, dass der so verdammt scheiße gut mit den Kackwurfmessern ist, der Pisser? Ach, herrlich, herrlich. Ja, es wird wieder Abend. Wir sind wieder auf dem Weg zur Burg Senutska. Tja, 1. April. Es war der 1. April. Oh mein Gott. Es war der 1. April, ja. Das war auch echt ein Scherz. Das kannst du auch keinem erzählen. Na gut, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao.